Oh, meine Waffe ist fast kaputt. Ich nehme vielleicht mal die Helebarde raus. Trio voraus. Oh, toll. Ach, du Schande. Kann ich dem ins Gesicht schießen? Nein, kann ich nicht erstmal. Schön mit dem Degen in den Rücken. Zack. Stechen wir nochmal nach. Drecksvieh. So. Hallo. Du, oh, der hat eine Peitsche. Ja, das war jetzt irgendwie sehr wenig glorreich bei dem, wa? Okay, der hat aber auch hart auf die Mütze gekriegt. Der hat ja mehr Schaden genommen als der andere. Sowas mit dir da oben? Möchtest du auch auf die Fresse? Komm her. Aber der hat wieder so ein Ding in den... Oh, da ist noch einer. Oh shit, jetzt kommen sie zu zweit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist aber okay erstmal. Einfach schön nacheinander ins Gesicht. Zack, zack. So. Bin ja nicht von gestern hier. Das klappt schon. Spiel ja Dark Souls nicht zum ersten Mal. Auch wenn das manchmal so aussieht. Oh. Ich war im Wald noch nicht fertig. Ich gehe trotzdem mal hier lang und hoffe, dass da gleich irgendwo vielleicht ein... Oh, Schande. Aha. Dass da vielleicht irgendwann ein Leuchtfeuer kommt. Dann porte ich mich einfach zurück. Zäher Feind und dann Boss. Schwäche Gift. Hölle der Untoten. Finstergeistforce. Ja, prima. Oh. Hi. Ach du Scheiße. Was geht denn bei ihm? Ich mag nicht. Geh weg. Vielleicht. Nee, ich glaube, das tut er nicht. Das will er nicht. Oh oh. Au. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Alter, verschwinde. Lass mich in Ruhe. Oh oh. Nein. Na gut. Dann nicht. Jetzt muss ich da wieder hoch. Die Frage ist, will ich da jetzt einfach direkt wieder hoch? Ich hätte mir, als ich den gesehen habe, hätte ich mir irgendwie das... Hätte ich mir den Ring aufsetzen sollen. Das war blöd, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt hänge ich hier wieder im Wald rum und habe das eklige Problem. So. Oh, da oben. Mhm. Da ist noch einer. Oh. Was ist das denn? Sieht aus, als würde er gleich umfallen. Jetzt bin ich hier wieder im Wald und habe so ein kleines bisschen das Problem, dass die ganzen Gegner wieder da sind. Aber eigentlich will ich nicht, dass da hinten direkt wieder hoch, weil da unten bin ich, möchte ich noch hin. Hallo. Dude? Wo willst du hin? Komm her! Oh. Bong. So. Mistvieh. Dann gehen wir jetzt, glaube ich, diesmal erst da unten hin. Wer ist denn damit? Erstmal schieße ich den dann auch wieder weg. Zack. Der gibt doch bestimmt der hier so ein Giftgerät. Dankeschön. Finde ich gut. Ich nehme an, der da oben. Wo ist er denn? Da ist er. Oh oh. Warum hat denn der jetzt da hinten irgendwie in den Boden gehauen? Oh oh. Nicht schön. Alter. Der haut aber schon sonst ganz gut zu, ne?
will. Oh oh. Zack. So. Das reicht doch. Wie ist das bei dir? Oh. Die tun irgendwie nichts, ne? Diese anderen Typen, ich weiß nicht. Oh, jetzt will er irgendwas. Ich hänge das jetzt auf die Fresse. So wollen wir ja nicht. Ich wollte mit dir reden und freundlich sein, aber nee. Versucht Geste. Oha, kann man Gesten zu denen machen? Und dann sind die freundlich oder so? Gelobt sei die Sonne, die hier nicht so richtig vorhanden ist scheinbar. Okay, vielleicht kann man denen tatsächlich irgendwelche komischen Gesten geben. Wo ist denn hier oberhalb ein... sehe ich nicht. Hallo. Pong. Pong. Ich hab gegen den Baum geschlagen. Das war blöd. Mach nochmal hier den ihr sonst immer macht, ihr komischen Spaten. Hier schön mit den beiden Sensen in den Boden rein. Pong. Und nochmal. Pong. Hat sie hele Bade den Leuten über den Kopf zu ziehen, ist irgendwie eine sehr, sehr... Keine Ahnung, das ist irgendwie cool. Aromaschlick. Was auch immer das genau sein soll. Was steht hier? Im Kreisen aber sinnlos. Na gut. Wenn das sinnlos ist, dann ist das wohl sinnlos. Dann hauen wir mal lieber den anderen auf die Fresse. Also, ja, vielleicht eigentlich erstmal dem komischen... Dem da hinten. Warte mal. Matsch und nochmal Matsch. Ja, da ist er. Shit! Wo ist der andere komische? Da vorne irgendwo, da hinten ist er. Die sind ganz schön flott mit ihren, ich hole meinen Dingens raus, ne? Meine Waffen. So, du kommst da runter, habe ich gehört. Pong. Oh, der hält nicht mal was aus. Das ist doch fein. Fein, 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 fein. So, die Brücke ist immer noch unten. Das ist wunderschön. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Gucken, was hier ist. Bevor wir in diese Festung reingehen, wo es dann doch ein kleines bisschen gefährlicher noch aussieht. Also das hier sieht erstmal ganz brauchbar aus. Das ist hier. Kurz gesagt, Hinterteil. Schnitzer, deshalb Bluteffekt. Aha. Nehmen wir gerade dieses Ding in die Hand, beziehungsweise, nö, lassen wir mal das. Etwas Erstaunliches? Kann ich hier rein oder was? Nee, dachte schon. Hier liegen so Leute rum. Oh, verschlossen. Ja, schade. Dann wohl nicht. Aber wo soll ich jetzt hin? Eher hier so oder eher da hinten so? Verdammt teuer, was? Was ist verdammt teuer? Oh, hi. Das war nicht so teuer. Keine Ahnung, wo ich da hinkomme, aber ich gehe vielleicht erstmal in die Höhle. Gucken wir mal. Hallo. Da gibt es Loot und ich sehe sonst nichts, wollte ich sagen. Shit. Ein Skelett. Und das da hinten sieht mir so ein bisschen aus wie so eine komische... Wie heißen die... Ich nenne es jetzt einfach mal wie eine komische Schattendingens. Das war dämlich. Das war richtig dämlich. Es ist sogar tatsächlich so eine komische... Wie... Hasen, eine komische Fluchvase halt. Keine Ahnung. Da habe ich irgendwie gerade... Oh, shit. Ich habe einen magischen Streitkolben gefunden. Es könnte sein, dass ich ihn hier brauchen kann. Warte mal. Ich hole mal gerade den magischen Streitkolben raus und ziehe dem Skelett, sobald es wieder aufsteht, dann mit dem einen über die Rübe. Gucken, ob es dann immer noch aufsteht. Es gab ja die komischen göttlichen Waffen dafür eigentlich. Fluch voraus. Vorsicht vor Fluch, versucht angreifen. Steht er wieder auf? Aktuell ja gerade nicht, aber... Da! Pong. Hauen wir dem mal einen über die Rübe. Boah, jetzt bin ich hier im Skelettland, ja? Oh, shit. Alter. Fängt hier an zu fechten, das Gerät. Ach, du Schande. Wer ist das denn da? Komm.
kriegst du mal einen auf die Fresse, mein Freund. Oh, oh. Ach du Schande. Ach du Schande. Es werden wieder mehr. Fühl mich ein kleines bisschen an Dark Souls 1 erinnert hier bei den Viechern. Ich hoffe einfach, dass ich damit am Ende dann irgendwie falsch liege. Ich möchte dem auch nochmal einen rüberziehen hier, bevor das noch schlimmer wird. Nicht hier? Nicht? Nicht? Okay, dann nicht. Ich hoffe, die stehen jetzt nicht mehr auf hier, weil ich den komischen Typen vermöbelt habe. Oh, komme ich hier nicht weiter? Hebel wird benötigt. Ruhig bleiben, Skelett. Ja, oh, nichts mit Hebel hier. Komm mal auf. Dann eben nicht. Oh, bitte sag mir, dass die Typen jetzt nicht wieder aufstehen. Sieht aber so aus, als würden sie es nicht tun. Das ist schon mal positiv. Oh, hallo? Zangenangriff voraus. Pong. Ey, ich finde den, der greift tatsächlich ziemlich cool an hier, der Streitkolben. Der hat was. Der macht Spaß. Schatten voraus. Oh. Da hinten schießt irgendwas auf mich. Hi. Ich dachte gerade eigentlich, hier komme ich wieder zurück und dann habe ich hier den Weg geschlossen. Versucht Durchbruch deshalb rollen. Das scheint auch der Fall zu sein. Was? Vorsicht vor links? Was ist denn hier links? Ach so, andersrum. Ah, ich verstehe. Ich bin ja auch blöd. Hier komme ich jetzt nämlich da raus und eben bin ich gerade durch die Höhle gegangen. Das heißt, hier komme ich jetzt und dann ist links hier eigentlich ein Gegner gewesen. Den habe ich ja schon verprügelt. Okay, I see. Gehen wir erstmal hier lang. Was? Distanzkampf, Insekt? Was? Hinterhalt? Trio? Insekt? Köder? Was wollen die von mir? Ich habe Angst. Ach, das Viech. Na, jetzt ist es weg. Ist egal. Whatever. Dann eben nicht. Oh. Da soll ein Schatz sein, habe ich gehört. Heißt es. Da. Toll. Gelobt sei die Sonne. Und dann gibt es ein paar giftige Wurfmesser. Na toll. Das würde ich jetzt nicht unbedingt einen Schatz nennen, aber okay. Unten. Eines Glück und... Oh, da geht's ja noch weiter. Eieiei, ist das ja... Ist er da gerade runtergehüpft oder gefallen? Würde es vielleicht sogar fast gefallen nennen. Oh, das war dämlich. Das war ziemlich dämlich. Oh, na toll. Ein Finstergeist. Na toll. Können wir bitte den Typen hier gerade vermöbeln, bevor der Finstergeist kommt? Oh shit, da sind noch mehr Gegner. Ich will hier eigentlich ganz gerne weg, bevor der Finstergeist kommt, wie gesagt. Oh, da hinten ist er. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist bestimmt hier eine total tolle Möglichkeit, gegen den zu kämpfen. Moment, komm mal mit. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ist er immer noch hinter mir? Er ist immer noch hinter mir. Er hat eine große Sense dabei. Das ist die... Au. Das ist die gnadenlose Röna. Oder Ruenna? Ich glaube eher die Ruenna ist das. Oh shit. Kommt hinterher. Alter. Nee. So haben wir nicht gewettet. Psst. Lol. Das war irgendwie wenig beeindruckend, muss ich einfach mal so sagen. Es tut mir leid, aber das war echt wenig beeindruckend. So, da war irgendwo gerade dieser komische Vorsprung, wo ich doch irgendwie hätte drauf fallen, springen, dingsen können. Aber ich sehe den gerade hier nicht. Also kann er eigentlich nicht so wichtig gewesen sein. Da meinen, ach hier ging es rein, ne? Genau, dann war hier noch diese komische Höhle. Mit dem Typen hier, der so ein bisschen der Meinung ist, er müsste in der Gegend rumhüpfen. Und roten Kerkerschlüssel. Aha. Ja, warum nicht, ne? Das da scheint der Vorsprung zu sein, oder? Tatsächlich, die Frage ist, ist da vielleicht wirklich was drauf? Ich fürchte, ich muss da mal rüber und gucken.
Die Waffen sind auch alle schon wieder so total super in Schuss gerade. Nehmen wir erstmal die Hellebarde wieder raus. Können die theoretisch ja auch immer noch schön zwei Hände hinnehmen. Da mache ich ja durchaus eine Menge Schaden dann mit, aber auf der anderen Seite noch ein kleines bisschen Angst, wenn ich vor allem nicht weiß, was das für Gegner sind gerade hier. Nee, Moment, das ist doch einfach nur der Weg, den ich gekommen bin. Die ganze Zeit schon. Da ist der Vorsprung. Wie komme ich denn da hin? Warte mal, erstmal holen wir uns hier vielleicht den Ring wieder raus, den guten. Den Katzenring. Nicht da irgendwie so, dass ich da wirklich sicher drauf falle? Irgendwie nicht, ne? Ich hab Angst. Verdammt! Ich meine, ich habe mir das Leben, die Seelen, das Leben sage ich schon, die Seelen vorhin, so von vorhin ja sowieso nicht wiedergeholt. Das heißt, dass die wechseln ist jetzt gerade auch gar nicht so schlimm. Was mich halt stört, ist, dass ich die Gegner alle nochmal vermöbeln muss. Ich meine, der Finstergeist ist immerhin dood, das ist schon mal positiv. Aber die ganzen komischen Guffelgegner wieder hier, der da. Oh. Funktioniert ja prima. Immerhin haben wir dem in den Rücken gehauen. Pong. Das könnte echt gut funktionieren. Ich sollte das vielleicht einfach mal jetzt ausprobieren hier. Ich muss ja auch nicht, haha, ich muss nicht durch die Skeletthöhle. Das ist natürlich gut. Da waren wir ja schon und das hat mir überhaupt nichts gebracht. Moment, ich habe gerade auch diesen einen Schlüssel ge... der Schlüssel. Hallo. Du Honk, ich schieß dir den Rücken. Zack. Wo war denn da gerade noch der... Ich habe leider vergessen, wo da dieser, das verschlossene Dingens war. Irgendwo war hier noch was abgeschlossen. Bin mir sehr sicher, dass hier irgendwo noch was abgeschlossen war. Aber ich weiß leider gerade nicht, wo. Verdammt. War das das hier? War hier was Abgeschlossenes? Ach, war ich da nicht drin? Ich war doch drin, oder? Bin ich blöd? Da bin ich doch drauf gehüpft. Moment. Vermöbeln wir hier mal gerade nochmal die Leute. So. Den da hinten auch, wenn es geht. Zack. Wow, 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 wow. Das war gut. So. War ich doch drin und dann habe ich doch den Loot mitgenommen. Ach, hier gab es... Oh, da gab es mehr Loot als nur das eine. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach Loot übersehen. Total dolles Nissel. Enges Gebiet voraus. Ja, wir gehen erstmal wieder hier oben rum. Natürlich. Da ist ja auch noch Kram. Wie gesagt, die Skeletthöhle muss ich jetzt nicht unbedingt da... Ah, vielleicht komme ich jetzt in dieses Ding da rein, weil ich diesen komischen Kerkerschlüssel habe. Aber das ist ja kein Kerker, ne? Eigentlich das da vorne. Ha, also dieses Ding hier. Nehme ich nicht an das? Doch, tatsächlich, dafür ist der Schlüssel. Na gut. Meine, wer ist er denn? Oder sie? Ich nehme an er. Hallo? Who are you? So ein Dude halt. I thought you were a bastard for a moment. Welcher Bastard? You've set me free. Now I can find him. Mhm. The cheeky prick. He won't know what hit him. Von wem redest du? I am Crichton of Mira. I travel from land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. Wenn du das sagst. Forces with a man on the way. But he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. Total. I can't believe that was so dense. Thank the stars that you came along. Ja, siehst du mal, du kannst ja noch nicht so lange hier gewesen sein, ne? Sonst wärst du ja schon verhungert. Pite, I think he said.
You know it when you see it. I've seen this type before. Okay. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Huh. Pate. The man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. Ich weiß aber nicht, ob ich dir glauben kann. And put an end to his roguery. Oh, eine Geste. Yeah! Ich habe die Yeah-Geste erlernt. Pate. Ja, okay. Ja, 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 ja. Das ist scheinbar ein Freund, steht da zumindest so. Trost, nee, da gehe ich nicht wieder rein, da sind Skelette drin, das ist doof da drin. Gehen wir lieber hier rum und hauen den Leuten hier einen auf... Aua, den Leuten hier einen auf die Fresse, wollte ich sagen. Oh, duh. Au! Da oben ist irgendwo ein Dude mit einem... Du Mistkerl, ne? Du verdammter Mistkerl. Schon noch mehr Pfeile hier. Zack. Zack. Aua. Ich hasse Bogenschützen. Auf der anderen Seite ist man selber damit ganz schön stark unterwegs. Also von daher sollte man eigentlich auch nichts dagegen sagen. Jetzt ist das Viech da hinten. Na prima. Au. Alter Schwede. Das war ja übel. Au. Zack. Jetzt schon wieder ein Bogenschütze. Misttyp! Stirb! Ein Kurzbogen. Nee, den brauche ich nicht. Ich brauche schon wieder eine Flask. Aber hier gibt es immerhin meinen Kram wieder. Nee, nochmal versuche ich das, glaube ich, nicht. Kann ja sein, dass da was Tolles ist, aber nein. Ich möchte gerade nicht sterben. Man sieht es ja, wenn man da irgendwo lang geht. Von daher passt das schon. So. Wo bin ich gerade mit meinen... Das ist okay. Ich nehme mal gerade den. Mit dem bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen und ich denke, das passt schon. So, springt er gleich wieder... Da ist erstmal noch ein komischer Typ. Der hat auch einen Streitkolben. Pong. Ich treffe mit dem Ding leider gerade nicht. Der hat nicht so viel Reichweite. Pong. Wenn man damit trifft, dann ist er aber gar nicht so schlecht. Au! Zack! Ne, ich nehme mal gerade das Schwert wieder. Nichts gegen den... Durchaus nichts einzuwenden gegen den... Alter. Irgendwie habe ich es nicht so mit denen, ne? Die hauen mir ganz ordentlich auf die Fresse und ich denen nicht so. Zumindest nicht so glorreich. Finstergeist voraus, ja, den haben wir schon gehabt, den haben wir schon gesehen. Der war auch nicht schön. Zack. Ich kann das besser als du. Ich schieße schneller. Und eigentlich auch besser. So, da komme ich jetzt erstmal nicht so rein. Sieht so ein bisschen aus wie die andere Seite von dem komischen Skelett-Dingens-Tor. Was haben wir hier? Hilfe haben wir hier. Also, wahrscheinlich nicht Hilfe, aber die könnten wir hier wahrscheinlich gebrauchen. Aha, da ist eine Wand. Und hier kommen wir irgendwie lang. Oh, eine Nebelwand, eine ziemlich große Nebelwand, um genau zu sein. Erstmal hier hin.